Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Technomage 93. Im letzten, da habe ich mich ein bisschen hier in Steamertown umgesehen, habe auch sogar schon eine Quest erfüllt, nämlich dem Team am Olrake hier sein liebes Kitchen, ne, sein liebes Kitten, sein kleines Kätzchen zurückgebracht. Und nun schaue ich einfach mal rum, wo ich ja wo was finde. Also ich habe für den lieben Baras, war der Name, habe ich hier ein schönes Stuhl, einen schönen Teller-Eintopf. Sollte hoffentlich ein tiefer Teiler sein, hier mitgebracht. Und es hieß ja, seine Freundschaft kann man sich über seinen Magen hier gewinnen. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ich glaube, ja? Baras is incorruptible. Ja, okay. Gut. Im Grunde sagen sie schon alles, was wichtig ist im ersten Satz. Ich sollte... Moment. Gordon House. Oh, okay. Fort Steaming House. Oh, ich habe jetzt die ganze gerade aufgeklickt. Das ist gut, das ist gut. Trill Tower, Crypt, Entrance to the Park. Da darf ich nicht hin. Stimmt, Gordon House, mein... Wo war nochmal der Schuppen? Wo war der Schuppen gewesen? Keine Ahnung. Naja, ich werde ihn schon wieder finden. So groß ist der Ort ja nicht. Apropos Ort, ich habe mal nachgeschaut. Es hieß, in diesem Spiel kann man 8 Welten besuchen. Nun ist die Frage, hat jetzt Dreamertown als eine Welt gezählt? Und ich habe dort eben alles bestanden und danach ging es in die nächste Welt. Das heißt... Jeder Ort wird ungefähr so ablaufen. Mit dem Jungen habe ich glaube ich noch nicht gesprochen. Have you met Philo? He's one of our engineers. Although he's usually asleep because he's doing so many night shifts lately. But when he's awake, he's hardly ever seen without an oil can or screwdriver in his hand. In any case, it's great fun. Doch, ich glaube, mit dem habe ich schon gesprochen. Nun drehen wir gerade mal die Kamera. Ich sollte mal einfach in die Häuser alle reinschauen. Guten Tag, der Melvin hier. Bin neu im Ort. Hello and welcome. Do you want to buy something? Ach, das ist Lars. Ach, das ist der Shop. Alles klar. Was hast du mir denn anzubieten? Oh, schöne Sachen. Was haben wir denn hier? The Anti-Venom Potion costs only 20 Gold Coins. Combined Healing Potions are expensive. 35 Gold Points. A Small Magic Potion, that's 20 Gold Coins. Weil ich noch keine Magie einsetzen kann, brauche ich die eigentlich noch nicht, oder? Anti-Venom Herb, that's 40 Gold Coins. Moment, was? Das fertige Gegengift kostet weniger als das Kraut dafür, okay? A Magic Cube that increases your strength. 5 Gold Coins, ach, und da kann ich auch Sachen verkaufen, wahrscheinlich direkt, oder? Krog? Okay, it's yours for 25 Gold Coins. Chalk will cost only 10 Gold Coins. Ach, das kann ich also mehr... Das ist anscheinend wirklich sowas, mit dem ich meinen Weg bankieren kann. Torches cost 10 Gold Coins. Wisst ihr die Tatsache? Die Zahl nebendran ist wahrscheinlich so viel hat er auf Lager. Die Tatsache, dass er nur einen Korken hat, sagt mir irgendwie, das ist ein wichtiges Item, das sollte ich dabei haben. Also, gib mir den Korken, mein guter Mann. Select an item you wish to buy. Okay, was kann ich damit machen? I'm not interested in that. Okay, kann ich nicht verkaufen. Gut. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... Na gut. Ich hätte blöd... Ich bin blöd, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, ich bin fertig. Okay, dann habe ich... Zumindest habe ich nur die Kreide verkauft. Was habe ich da... Was hatte ich da denn noch in meiner Tasche? Eine Feder war das, glaube ich, oder? Moment. Empty. Moment. Achso, da... Nee, also... Was ich da gesehen habe, das war keine Feder, sondern das war das im Hintergrund. Okay, gut. Okay, Kreide verkauft. Ja gut. Solange ich eine Karte habe, sollte ich mich vielleicht nicht unbedingt verlaufen. Naja, ist die Frage, wie lange das hält. Was haben wir denn hier Schönes? Steht da auf dem Schild. Small Beer 3 Gold Coins. Large Beer 5 Gold Coins. Bontroll 8 Gold Coins. Möchte vielleicht jemand ein gutes Bier? Einen großen Krug? Wie wär's denn damit? Also da war ich schon. Okay. Okay, da war ich schon. So, die Frage, wie ist die Lage? Die Lage der Nation. Ich muss einfach wirklich immer nur die Kamera drehen, damit ich dann den Ort so, wie ich in Erinnerung habe. Da haben wir das Forge. Sicherlich könnte ich mir hier eine neue Waffe holen, wenn ich genug Geld habe. Auf das Bare kommt es an, ne? Gut doch. Hallo! You're the spitting image of a friend of mine. Are you Melvin? Godon's son? Do you know, when he isn't philosophizing about history, you are his favorite topic of conversation?
You'll find your father's house near the old oil drilling tower. Just follow the village road towards Steamer Park. Okay, okay, ja, ja, stimmt. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der letzten Part dann gemerkt. Ich habe wieder Namen durcheinander gebracht. Gordon, also deshalb wird mir auch das Haus angezeigt. Gordon ist mein Vater. Nee, der Xiao Doron oder wie der hieß, das war dieser Abenteurer. Stimmt, ja, dieser möchtige Abenteurer, der hier die Lande bereist und Abenteuer besteht. Aha, der hat ja also dafür, deshalb, er ist der Grund, warum der Schuppen explodiert ist. Hätte mir irgendwie klar sein müssen, dass der damit gemeint ist, okay. Also, wenn ich diesen Namen höre, der klingt wie eine Arzneimittel gegen Kopfschmerzen, die er verursacht, dann weiß ich, das ist der Typ. Okay, gut, also Gordons Haus. Gut. Gordon ist der Name meines Lebens, Herr Vaters. Dann gehe ich erstmal dorthin, ich will ihn treffen, ich möchte ihn kennenlernen. Habe ich ihn überhaupt schon mal getroffen? Vielleicht als kleiner Wicht? So genau, so weiß ich nicht. Okay. Jetzt zu meiner Rechten. Das müsste das Haus sein, oder? Moment, wo ist der Eingang? Da. Gut. This must be my father's house. It looks abandoned. The door is locked. I can't get in without a key. Ohne eine Schlüssel geht's nicht. Wenn es verlassen ist, wo ist denn der Vater hin? Wo ist er hin? Gute Frage. Okay, dann schaue ich mal, wo ich den Bares jetzt nochmal finde. Ich möchte ihm nämlich das gutes Du geben. Das wird noch kalt in meiner Tasche. Wo ist er denn? Hallo Bares. Ah, da bist du ja schon. Wunderbar. Also, mein Freund. Hast du Hunger? Ich hab was Schönes für dich. Erstmal drehen, damit ich dich in all deiner Pracht sehen kann. Ah, Stu. Delicious. I love Stu. I just can't get enough of it. Why don't you just let me enjoy it in peace? Gerne doch. Darf ich gehen oder? Wahrscheinlich so. Darf ich jetzt rein oder? Nein, noch nicht. What do you want here, Greenhorn? Okay, anscheinend. Okay, ist ja gut. Anscheinend muss ich ihn erstmal das Du aufessen lassen, bevor wir uns dann richtig anfreunden. Okay. Soll ich schon in die Mine rein? Darf ich das? Hallo? I'll stay here in case Rumtok finds his own way out of the mine. You shouldn't enter the mine without really good weapons. Naja, ich glaube im Moment, ich habe einen Dolch. Dürfte vielleicht reichen. Uiuiuiui. Torches will light your way in the dark. They light automatically. Habe ich es richtig gesagt? When it's dark, but you should make sure that you always have some with you. You can either find them or buy some from traders. Yep. Naja, was heißt jetzt? Brauche ich jetzt für... Was höre ich da? Kribbelkrabbel? Salamander, oh. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Na gut, wisst ihr, ich find's jetzt nicht so dunkel. Also ich habe dunklere Orte gesehen. Na warte. Haha, so wird's gemacht. Ich höre dich kribbeln, Hui! Warte, verstehe, Feuersalamander, die Feuer spucken. Ist klar, ne? Haha, ich kriege euch, aber ihr mich nicht. Ole, meine Freunde, ole! Versuch doch. Also ich habe Erfahrung bekommen, das war das. Hey, hörst du wohl auf, hier aus den Löchern zu krabbeln? Warte. Kreide. Null? Wie kann ich... Autsch, Alter, macht das Schaden. Wie? Ich habe mit dem Dolch zugeschlagen. Wie kann ich da Null machen? Wer bist du denn? Uga, uga. Ich sollte lieber abhauen. Hui! Du kannst mich mal! Wer bist du? Blablabla. Bist ziemlich schnell unterwegs, mein Freund. Uga Uga, ich sollte vielleicht ein bisschen Gesundheit nehmen. Ein kleiner Trank. Small Healing Potion, usable item. Nehm das Zeug. Und noch einmal. Okay, schon besser. Swap Mode. Oh, okay, ich kann ja so auch Sachen umtauschen. Alles klar. Ist gemerkt. Komm her! Mein Dolch will ich spüren. Okay, vielleicht sollte ich mal einfach aus dem Weg gehen. Ist das ein Aufzug? Okay, ist der Aufzug. Hallo.
Jemand da? Ist nur der Melvin Torch. So, jetzt möchte ich sehen, wie sie sich automatisch hier aufhält. Torch, usable item. Give light by from. Ah. Okay, ich gebe zu, ist. Nein, falsche Taste. Ich gebe zu, ist doch ein bisschen heller. Ich höre sich kribbeln. Was ist das denn? Das ist eine komisch aussehende Fledermaus. Ich glaube, ich bin zu früh in die Mine reingegangen. Kann das sein? Uke, uke. Puke, puke, puke. Zwei von denen. Ah ja, die kampieren ja auch noch. Puh. Aber langsam sind sie. Uga uga. Buka buka. Buka. Autsch. Hilfe. Dreh die mir nicht den Rücken zu. Das wird ja. Autsch. Ich gehe einfach vorbei. Lasst mich in Ruhe. Hui. Melvin auf der Flucht. Hat mich gerade schon ein bisschen erschreckt. Ich höre dich, mein Freund! Wo bist du denn? Das war nicht nur ein Geräusch, das war eine Stimme der Not! I'm not quite sure where that sound came from. Ja, help me! Is someone there? Can anyone hear me? Hello! Miner in trouble! Miner in trouble! Hallo! Ja, wo ist er wohl? Wahrscheinlich irgendwo in dem tiefen Loch drin. Oh, ein Checkpoint. Alles klar, also ich kann hier wieder respawned werden. Wunderbar. Ich sollte mich mal heilen. Was ist, wenn ich das jetzt nehme? Ach, das kann ich so nicht nehmen. Ach, das ist gar keine gesund. Das ist gar nicht zum... Oh, ich habe die Subblade gehalten. Ach so, wahrscheinlich ist das für den Miner, weil er ja verletzt ist. Ah, verstehe. So, wo ist er denn? Hallo? Mal den Piepern mal. Ach ey, da ist er. Hallo. Ich sehe dich. Hey, you over there! Can you please help me? I can't get out of here! The tunnels behind me have collapsed and I can't get over the chasm! I've been trapped here for days! Und wie soll ich da machen? Soll ich mir etwa eine Brücke aus dem Hintern ziehen? Stay calm, pal. I'll find a way to get you out of there. Okay, don't worry. I'll stay calm. But please hurry! Ja, bloß keinen Druck machen, mein Freund. Bloß keinen Druck machen. Was soll ich denn machen? Was könnte ich denn hier machen? Ich kann ja nicht hier rüberspringen. Fledermaus! Ach du liebes Wissen, wo kommen die ganzen Fledermäuse her? Weg, weg mit euch, weg mit euch. Ich bin fast tot. Aber zum Glück habe ich hier einen Checkpoint erreicht. Ist da vielleicht Gesundheit drin? Hm. Kreide. Na super. Was? Ich möchte mal sehen, wie es aussieht, wenn ich die Kreide verwende. Ach so, die Taste muss ich drücken zum Benutzen. Ach so, ich mache einen kleinen Pfeil. Verstehe. Kann ich das noch nutzen? Nein. Dann ist es wahrscheinlich wirklich für ihn gedacht. Alles klar. Von da bin ich, glaube ich, gekommen, oder? Und satter Feuerball in die Fresse rein. Ich vermute, ich muss da außen rumlaufen. Oh. Zählt das jetzt bei Quicksave oder? Moment. Weil das letzte Mal habe ich hier gespeichert. Zählt das hier jetzt? Hier ist ein Quicksave. Hm. Na super. Also ganz so nochmal von vorn. Okidokidoki. Gut. Zumindest weiß ich jetzt. Dort könnte ich ihn finden. Nur habe ich das Gefühl, es war sowieso noch zu früh gewesen, aber ich habe das Haus meines Vaters gefunden und konnte dort nichts tun, also vielleicht war es doch der richtige Ort, aber ich habe mich halt blöd angestellt. Oder ich, Moment, habe ich das Item noch? Okay, das Du geben, okay. Ich glaube, ich sollte mal angewöhnen, dass ich ein bisschen mehr speichere. Okay, bei dem Haus war ich glaube ich noch nicht, dann mache ich das als allererstes und zwar bin ich genau hier richtig. Und wenn ich den Weg runtergehe, dann kann ich ihn finden. Achso, vielleicht muss ich mir ja erst was aus dem Schuppen holen, Dynamit, um da irgendwie was frei zum Sprengen. Das könnte natürlich sein. This must be my father's house. Ja,
ohne einen Schlüssel ich's nichts mache. Schon verstanden, schon verstanden. So, dann war ich glaube ich hier runter und dann war ich schon dem Baras begegnet. Oder? Hm. Mal sehen. Was war hier nochmal? Hier war glaube ich die Bar, oder? Nein, normales Haus. War ich da schon mal drin gewesen? Hallo. Achso, das war sein Haus. Ich sollte wahrscheinlich auch erstmal in all die Häuser reingehen, ob da vielleicht Leute sind, die mir Tipps geben können. Oder Sachen. Ich meine, vielleicht können die mir wieder was schenken. Ja. Vielleicht gibt er mir ja doch Waffen, wenn ich ihn zweimal anspreche. Hallo, my friend. You're the image of a friend of mine. Ja, ja. Are you Melvin? Your father's house is all locked up. Hmm. Ah, jetzt sagt er was anderes. Now I'm beginning to understand why I haven't seen him for days. I can make you a spare key for the door if you fetch me some xanthium ore from the mine over there. I would go myself, but I can't leave the forge fire. Ah, jetzt also. Look, without this ore, I can't make you a key. You'll have to go and find some for me. Just turn right when you... Okay, verstehe. Das ist also mein Grund, in die Mine zu gehen. Einmal um den Mann zu retten und zweitens um diesen Chor zu besorgen, der mir... wodurch er mir dann einen Schlüssel machen kann. Okay. So langsam schließt sich jetzt wieder der Kreis mit den ganzen Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. So, aber erstmal schaue ich, wie gesagt, in alle... Hier ist es ziemlich dunkel. Ist das eine Laterne? Shh, wir wollen ihn nicht wecken, ne? Ganz ruhig. Achso, bist du wach? On my engineer's honor, isn't a hard-working man allowed to have his midday sleep in peace anymore? Bitte tu mir nicht weh. And now, out of my house! Ist ja gut. Gut, ich hab sowas wie eine Laterne in seinem hinten bei ihm gesehen. Vielleicht brauche ich etwas, mit dem ich mich anschleichen kann. Watschugi! Was war... Ach, das war wahrscheinlich für meine Magieleiste, aber die kann ich ja noch gar nicht nutzen, oder? Hello and welcome! Do you want to buy something? Yes, my friend, yes. Ich glaube, ich nehme mir lieber... ich weiß ja nicht, für was ich ihn brauche. Dann nehme ich mir vielleicht lieber mehr Potion mit. 40 Gold, 20 Gold. Ich glaube, ich brauche mehr... Für mich brauche ich, glaube ich, erstmal mehr Heilung. Jawohl, again. Okay, das reicht erstmal. Gut, danke. Gut, das reicht erstmal. Wenn ich den Korken für was brauche, dann kann ich mir auch irgendwie später noch das Geld verdienen. So, was war hier nochmal? Ich sollte wahrscheinlich auf die Karte schauen. Hier war die Bar gewesen. Okay. Gut, wo waren jetzt noch Häuser? Da war ich gewesen. Dann war hier noch ein Haus. Und doch. Ah nee, das war der vom Philo, oder? Ja, okay. Philos Haus. Gut. Am besten alles hier mal strategisch rund ablaufen. Das wollte ich sagen. Okay, da hatten wir, glaube ich, das kaputte Haus, oder? Da hinten dran? Ja. Es ist die Sache. Ich bin halt wirklich immer gewohnt, dass die Kamera bleibt eigentlich stehen und ich laufe halt immer den eigenen Weg. Aber dadurch, dass ich hier die Kamera selbst drehen kann und der Winkel sich immer verändert... Im Grunde, wenn ich es einfach so lasse, dann müsste es mir eigentlich eher dann eine bessere Übersicht geben, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Hier zum Beispiel war ich noch nicht gewesen. During the night, when the fighting began, we quickly turned this house into a hospital. It wasn't easy, but we've now been able to treat most of the injured. Are you injured too? Your ears look a bit battered. Do you need help? Was ist mit meinen Ohren? Die hängen vielleicht ein bisschen runter, weil ich ein bisschen traurig bin. I'm so worried. Our children are still playing out there in the scrapyard, and people say it's still so dangerous there. The children just love playing in all the scrap, but I'm worrying myself half to death about them. They say there's something squeaking in there, and the area is so isolated. Do you think you could persuade my children they had better play at home? Na gut, wenn ich dahin darf, wenn ich dahin gehen kann, dann würde ich das gerne probieren. Hä? Wenn ich das kann. I just don't understand why the nurses didn't want to let me go. Apparently I wasn't well enough, but I feel absolutely great. By the way, since you're a half-dreamer,
Do you know a certain Siren Doran? Just before the catastrophe, we had to throw the idiot out of Steamer Town. From what I can see, dreamers only ever mean trouble. Erstens, woher weiß er, dass ich ein Halbträumer bin? Ein Halbdreamer? Zweitens, dreamers only ever mean trouble. Also jetzt tust du uns hier wirklich hier alle in einen Topf schmeißen. Ganz ehrlich, ich möchte euch hier helfen und ihr denkt jetzt, ich spinne. Jeder Dreamer hier, oh, das heißt shit Ärger, ne? Der nächste freundlich hier war ich schon gewesen, oder ja? Ich weiß nicht, die Kamera schon wieder verändert. Wie gesagt, ist eine blöde Entschuldigung, aber mein Orientierungssinn ist sowieso nicht der beste. Und dann kommt halt auch noch das dazu. So. War ich hier gewesen? Ja, das ist das Haus. Ah! Ich komme immer durcheinander. Für mich sieht dann irgendwie alles gleich anders aus. Okay, hier. Nimm dann du. Ja, lass. Ist ja gut. Ich lasse dich hier in Ruhe essen. Wie lange braucht bitte ein Mann hier, ein erwachsener, ausgewachsener Mann hier, um sein Stew zu essen? Das sind doch, die haben nom, vielleicht mal 10 Löffel, 10, 15 Löffel vielleicht. Okay, wo ist das Script? Ja, da darf ich... to the park, entrance script. Kann ich in das Script rein? Ist das möglich? Ich probier's mal. Aber ich sollte mir auf jeden Fall sowas wie ein Schwert mal besorgen, weil mein Dolch ist nicht die beste Waffe. Aber jetzt nach rechts, gut. Mal sehen, was es für mich bereithält. Vielleicht ist damit ja der Scrapyard gemeint. Oh, neuer Ort, to the Crypt. Gut, meine Damen und Herren, das denke ich, werde ich erst im nächsten Teil machen von Technomage. Also, viel zu entdecken und ich habe noch viel zu lernen, viel zu wachsen. Aber ey, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Und wenn ihr irgendwie Tipps und Tricks für mich habt, dann lasst sie mich bitte wissen und lasst es mich auch bitte wissen, falls euch diese Ausgabe gefallen hat. Wenn ja, freut mich. Wollte ich nur mal betonen. Jo. Immer wieder betonen und dann sehen wir uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder von Technomage. Bis dahin, ihr 93 Turbo. I love the Nintendo. Tschüss and goodbye.